Many awaken from their slumber within the earth's soil. The lion's roar has drowned out the great eagle. The horn pierces the heavens. Planets are trampled upon as they descend on the earth. Meeny, meeny, tekel, upharsin. Who are you? State your name. He has spoken. Your life is now irrevocably changed. The choices you make will no longer bear only on you. What you do will create a world. So there you are. Hey, over here. Damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar Shin Megami Tensei 4. Kurz. Irgendwie fehlt mir da was. Lucifer's Call oder so. Aber es gibt es leider nicht, deswegen 4. Wir sind hier als sozusagen Samurai gestartet. Kann man am Anfang schon mal sagen, ich bin ein Samurai und wir sind sehr komisch aufgewacht. Ist ja gut, ich komme ja gleich. Und leider kann ich keine Untertitel einstellen, also so, wenn er mich jetzt anspricht zum Beispiel. Weil sonst würde ich das nämlich anmachen natürlich. Um das sozusagen zu vereinfachen, den Verständnis. Ich habe mich natürlich Kuma genannt, aber ich hätte mich anders nennen müssen. Rolf. Na egal. You finally made it. Now I can take shape too. I was fighting damn hard when I waited for you to show up. You do remember me, right? That's right. I'm Walter. Whatever happens after this, you better not forget me. Because you and me are going to make a world where anything can be changed if you have the will. Thank goodness you're here. Please come quick. Das ist am Anfang ein bisschen strange, ne? Aber das war bei Lucifer. Wobei, bei Lucifer's Call, das war ein normaler Anfang, würde ich mal sagen.
Aber das hier ist schon ein bisschen creepy, wie das hier anfängt. Wir können übrigens hier nochmal rumschauen. Aber leider ein bisschen nichts. Ich kann auch nichts machen, außer nur die Kamera benutzen. Good, you've come. Now I can take shape too. I prayed and waited, longing for the day you'd come. You remember who I am, right? Yes, that's right. My name is Jonathan. You mustn't forget that my future is with you. The two of us are going to make a world where the peace we know today lasts forever. Atlus. Hey, hey, wake up. If we're not on our way soon, we'll be late. Are you awake? I admit, I fell asleep too. We've spent so many days out here at Lake Mikado after all. When I thought about this being our last nap here, I couldn't bear to rouse myself. So I don't want to hear, you promised to wake me up, Issachar, eh? Trat, but now's not the time to argue. We must hurry to the Gauntlet Rite. Here at last. It's such a long trip from the village. The city is so big. I don't think I could even hazard a guess as to where they might hold the rite. Sir? Excuse me? What is it? Well, us two, we have come for the rite, and, A casualty, brat. The Gauntlet Rite, you say? Seek it yourself. So you may as well begin preparing now for your journey home. thank you? Seems the tales I'd heard of the luxurers snoot undershot the mark. But no matter, we'll find someone else to ask. Ja. Wir sind sozusagen zwei Bauernlümmel, die in einer großen Stadt das neue Glück suchen, beziehungsweise ein Ritual
versuchen zu finden. Und ich muss sagen, die Grafik sieht auf dem 3DS natürlich viel, viel besser aus. Aber leider kann ich das euch nicht zeigen so richtig. Also die Grafik sieht echt viel besser aus als das jetzt, was ihr jetzt hier seht. Finde ich ein bisschen schade eigentlich, dass es so schlecht aussieht. Aber vielleicht. Vielleicht gibt es ja noch andere Möglichkeiten, andere Software, die das vielleicht verbessert. Aber bis dahin müsst ihr erstmal damit vorlieb nehmen. Wir müssen jetzt jemanden suchen, der uns sozusagen die Informationen gibt, wo wir jetzt hin müssen. Und Alter, dieser Sound, ne? Also die Musik ist okay, aber dieser Soundfall mit dem Button, der tiltet mich. Der tiltet mich übelst. Also der ist mir viel zu hoch. Das Besondere ist an dem Spiel, ihr habt natürlich schon gehört, dass die Sound an sind, also sozusagen, dass sie auch reden. Bist du verloren gegangen, das ist das bla bla bla. Wir sind luxuriöse bla bla. Der hat mir jetzt keine Informationen gegeben. Ich werde jetzt hier nicht alles übersetzen, das könnt ihr ja sozusagen knicken. Weil... ja. Ist es dein erstes Mal? Da haben wir schon den gefunden. Und er hat uns die entscheidende Information gegeben, glaube ich. Oder auch nicht. Eigentlich hat er das doch gemacht. Doch hat er. Weil wir sollen nämlich hier hingehen. Und hier soll das Event starten. Ja, natürlich. Da ist es doch, du Nase. Das bedeutet MW. Ach so, die Texte. Falls man mal, so wie ich, mal ein Titelbild braucht oder so. Choice. Na klar, wir haben ja eigentlich nichts mehr, was wir da jetzt noch machen müssen. Who have come for the gauntlet rite, form up here. You must abide until your turn. This is it. We're finally here. And do you know, I heard a curious thing from the elders at our village. Those who pass the rite and become samurai must live in Mikado Castle. As I heard it, they can't even go back to their hometown, unless it's for a mission. This could be farewell for us. Ein junger Mann erreicht. Those who fail must leave at once. The gauntlet didn't shine for me. I know this rite is a dog and pony show, but the kingdom says to do it, so I go along. Oh, der arme Mann hat nichts geschafft. I'm definitely going to be a samurai. A samurai and a lecturer at that. Next candidate, step forth. That's my cue. Here I go to become a samurai. Just know, you'll always be my friend. Na dann, viel Glück. Nach einer gewissen Zeit. Next candidate, come forth. I'm talking to you there. Hurry up and head to the square. Naja, hätt's mich nicht. Meine Güte, ey. Immer diese ungeduldigen Leute.
Anscheinend hat er es nicht geschafft. What's the matter? It's your turn next, isn't it? Go on. Welcome, young man. Will the Gauntlet choose you to be a samurai? Let us begin the rite. Present to me your left arm. O God Almighty, if this young man in my sight is to receive the gift of becoming a samurai, please bestow your light upon this mystic gauntlet. Now, young man, touch the gauntlet. Ja, ich muss natürlich den Stift nehmen. Moment. The mystic script has appeared on the gauntlet. The gauntlet has accepted this man as its owner. Birth of a new samurai. Congratulations, young man. You are now a samurai. Sir Hope, please show him to the residence hall. I'm sorry. Do you not understand that I am here on Abbot Hugo's behalf? There is no need to cross. I have heard you. Follow me. Why? I am Hope, head of the samurai. From today on, you will dwell in this room. As a member of our band, you will work on the behalf of this kingdom, alongside the rest of we samurai. Though you've just been inducted, your practical training will begin tomorrow morning. I suggest you rest early tonight to recover from your journey. You'll get more details tomorrow. Oh, were you still asleep? Don't mind me barging in. Ha, I'm no burglar if that's what you're thinking. I'm a bona fide samurai. I became one yesterday, just as you did. My name's Walter. I heard that you came from the casualties too. That's why I came to introduce myself. It's good to meet you, brother. By the by, have we met somewhere before? Vielleicht. Vielleicht in meinem Träumen. No, of course we haven't. That was only a dream. I'm imagining things. Pay me no mind. You're heading to the practical training too, right? I'll go on ahead then, and I'll see you at the entrance to Naraku.